Ist das Licht? Das ist mein Schreibtisch. Wie sieht man den? Keine Ahnung. Kaki, 28 Monate. Vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Tag. Hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestoßen, gekommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo, moin. So. Schwer. Let's go. So früh wach? Ja, ich muss mir halt immer Wecker stellen wegen meiner Medikamente zurzeit. Spielername Schwabbel. Oh. Hallo. Okay. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Okay, also ich würde erstmal, ich wäre stuck. Ich würde so. Please, keinen übertrieben hässlichen Charakter. Das ist so doof auf Dauer. Wieso ist das doof auf Dauer? Also ich glaube, dass ich von diesem Hintern nicht genug bekäme. Kann man die Charaktere noch weiter ausziehen oder sind sie immer. Also an der Körper, an der Bedeckung kann ich nichts ändern. 1:1 wie in Real? Ich habe schon einen ziemlichen Booty. Kann mir einer in Worten erklären, um was es in Palworld geht? Irgendwie ging das an mir vorbei, aber scheint ja sehr gehypt zu sein. Also es ist quasi so eine Art Pokémon-Abklatsch. Aber ich glaube, von dem, was ich bisher gehört habe, sind die Spielerinnen und Spieler sehr zufrieden. Also du kannst eben, genau wie in Pokémon, gibt es eine riesengroße Welt. Das letzte Pokémon kann man gut damit vergleichen. Scarlet, Violet und hast du nicht gesehen. Du hast also eine riesengroße Welt mit vielen verschiedenen Pokémon, die du fangen kannst. Die kannst du sammeln, die kannst du miteinander Liebe machen lassen und neue Eier kreieren, brüten etc. Ich weiß nicht, ob es auch eine Storyline gibt. Es gibt irgendwelche Alpha-Monster, Boss-Monster. Ich habe keine Streams geguckt. Das ist halt nur das, so das, was mir erzählt wurde. Hallo, mein Lieblingsstreamer. Hoffe, es geht dir gut. TWNL finde ich super, dass du das Game spielst. TWNL, TWN Wiggle. Hoffe, dir macht das Spiel Spaß. TWN Wiggle. Hey, danke, frostige Hexe. Danke für die 22 Monate. Und Marco, danke für die 19 Monate. Nicht noch mehr aussehen? Wir wollen uns doch ein bisschen auf den Content konzentrieren können. True, true. Hey, aber meint ihr, wir bereuen es, wenn wir uns so... Was ist damit? Also irgendwie... Ich glaube, ich fühle es. Bitte mach einen normalen Charakter. Es ist ein Monster. Ja, ich muss aufpassen, dass mich andere Trainer nicht fangen wollen, wenn ich so aussehe. Sonst denken sie, ich bin auch ein Pokémon. Ich glaube, mit Glatze gefällt mir am besten. Ninja Turtle. Der Rest so ganz verkümmert, sieht irgendwie ganz gut aus. Hautfarbe bitte blau? Kann ich das auch selber mixen? Oh ja, kann ich. Oh.
Es sieht halt so ein bisschen Hulk-mäßig aus, wenn ich grün bin. Ich weiß nicht, ob ich blau fühle. Ich glaube, ich finde grün besser. Es wird schlimmer und schlimmer. Render Greenscreen. Rosa für Schweinchen. Sieht schon ein bisschen schlimm aus. Es ist so omega hässlich. Sieht schon ein bisschen schlimm aus. Es soll nicht so knallig aussehen. Das sieht unrealistisch aus. Es soll schon ein bisschen... Mein Arm steckt in meinem Torso. Das ist zu normal. Muss schon so. Okay. Hallo Tosetta, moin. Ich hoffe, die anderen Charaktere im Game betreiben kein Bodyshaming. Das hoffe ich auch. Okay. Seid ihr bereit? Gesicht noch ändern? Was hast du gegen mein Gesicht? Oho. Maybe? Boah, der hat richtig Apps, wenn... Ja! Yeah! Hat... Ich find's ganz gut, dass er die Stimme hat. Aber ich will Boobies, Chat. Ich will Boobies. Augen. Kann ich größer machen? Der Kopf sieht aus wie einer von den dreien, die bei Chihiros Reise ins Zauberland rumhüpfen. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, true, true, true. Ich weiß nicht, was besser ist. So ein Babyface oder mit Bart, der Typ von eben. Kannst du ein Overlay in der Mitte über den Charakter legen? Beides schlimm. Mit Bart, Babyface sieht zu gut aus. Okay, und was machen wir mit der Bartfarbe? Ist okay so? Oh. Jetzt sind es über 3 Jahre, seitdem du das erste Mal auf der Startseite warst und ich dich gefunden habe. Danke für die gute Unterhaltung all die Jahre, TWN Wiggle. Danke, dass du mich hier schon so lange erträgst. Vielen Dank für 36 Monate. Hoffe, dir geht's gut. Hallo Vincent. Moin moin. Denk daran, wir werden ihn oder sie die ganze Zeit ansehen müssen. Ja, aber von hinten. Und von hinten... Oh shit, ich habe hier die Beine kleiner gemacht. Das heißt, wir haben nicht mal einen richtig schönen Booty. Aber wir haben Sideboobs. Cheshire, danke für die 12 Monate. Vielen Dank für das ganze Jahr. Hallo. Gib ihm ein Sharingan. Immer schön hier zu sein, TWNL. Ah. Das sieht man aber kaum, oder? Moin, Steven. Also wirklich guten Morgen. Kappa, guten Morgen. Ist dein Wecker defekt? Du bist früh dran, mein Lieber. Und ich dachte, der Alert, dass du online bist,
war fake. Nein. Ich glaube, ich will die normalen Augen am meisten. Gib Booty? Aber wenn ich ihm Booty gebe... Das sieht zu normal aus. Das sieht zu normal aus mit dem großen Torso. Ich finde, wir müssen uns entscheiden. Entweder fetter Booty und dafür oben ganz dünn. Oh, da kann man ja Sachen drauf abstellen. Also entweder so. Okay. Oder genau umgekehrt. Kleine Beine, großer Torso. Was sollen wir aufpumpen? Oben oder unten? Unten, oben, oben. Unten. Fetter Booty ist besser. Was bin ich sehend? Und mit dem weiblichen Körper kommen wir. Also es ist noch dünner oben. Dadurch ist der Kontrast stärker zu den dicken Beinen. Das gefällt mir. Sieht gut aus. Arme und Beine. Sieht irgendwie unnatürlich aus. Nee, die sollen schon verkümmert sein. Na, Bro. So, ich finde, so ist gut. Es ist gut, wir starten. Wir starten. Erschreckt euch nicht! Diese Beine sind das Ergebnis jahrelangen Trainings! Ich habe nie auch nur einen einzigen Leg Day ausfallen lassen! Nun lauft doch nicht weg, meine Kleinen! Wir können Freunde sein! Oh. Was stand da? Oh shit! Wie ein Model. Die Beine sind schrecklich, ihr seid schrecklich. So schlimm sind die Beine. Ist mein Gesicht im Weg oder sieht man die... Mein Gesicht ist im Weg. So ist besser, ne? Ja. Findest du doof, dass das so reinbackt mit den Beinen? Ja, aber nur, wenn ich stehen bleibe. Guck mal, solange ich laufe, sieht das wunderbar aus. Chit and Pal! Holz! Sammle öffne das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Yep. Not gonna read all of that. Ah, hier, die Frage war doch, was ist eigentlich das Ziel vom Spiel? Es gibt sogar eine eigene Rubrik, Spielziel. Besiege die Bosse der Türme jeder Region und werde der allerstärkste Pearl-Trainer. Du kannst dich in aller Ruhe der Befestigung deines Lagers widmen oder hinausziehen und alle Perls fangen. Auch die Erschaffung mega starker Perls durch Züchtung oder Verstärkung ist möglich. Tue dich mit deinen Perls zusammen und ziehe hinaus, um die wilden Weiten dieser Welt zu entdecken. Okay. Man kann auch bauen. Ist quasi so wie in Ark, oder? Ja, genau. Ich sehe es gerade von Jolatschka, ja. Schnellreise. Okay. Oh, Chat, das ist ein wildes Perl. Ein Lammball. Das macht relativ viel Schaden. This sit so cute! Look at what? Look at my boy!
Nimm das, Lamball. Hallo Siva, moin. Unten rechts ist, glaube ich, ein wenig im Hut für die Cam, dass ich ein bisschen das Hut. Ach so, hier sieht meine HP nicht. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber hier ist auch weird, wenn ich mich hier hinsetze, oder? Bro, I don't know. Keine Ahnung. Hier ist scheiße. Ich sitze nicht gerne in der Mitte. Ich sitze lieber hier. Oder sieht das gar nicht so schlimm aus, wenn ich schwebe über dem Overlay? Es sieht vielleicht gar nicht so schlimm aus. Sieht vielleicht gar nicht so schlimm aus. Wo ist das Ding hin? Oh, da vorne. Es ist immer noch angeschwächt. Genau über den Charakter mit der Cam? Ja, vielleicht könnte ich mein Gesicht auf ihn draufsetzen. Expeditionsüberlebende. Ein Schiffbrüchiger? Jemand, der nicht nach Perls riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Perls abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar geben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst dranhalten. Zieh mal Holz erhalten. Hey, vielen Dank. Ich habe gestern schon mal eine Stunde reingeguckt ungefähr mit Ina. Das heißt, ja, um zu gucken, ob es läuft und so, Grafikeinstellungen, ob alles flüssig ist. So ein bisschen weiß ich was. Ich weiß, wie ich Steine abbaue, ich weiß, wie ich Holz abbaue. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir hingehen und ja, wo die Reise hinführt. Wir beginnen damit, uns so eine Werkbank zu bauen und damit können wir dann auf Werkzeuge zugreifen. Ich denke, Spitzhacke und Steinaxt wären am besten, allerdings brauchen wir dafür Steine. Ich glaube, wir punchen erstmal drauf los. Hallo Lara, moin. Schätze mal, irgendwann heißt es eine Base aufbauen. Ja, ich bin nicht so gut im Aufbauen von Bases. In the Forest habe ich meistens auch einfach nur in so einem Schlammloch gewohnt, genauso wie in Minecraft. Aber hier lohnt es sich vielleicht, eine eigene Basis zu machen. Weil die Pokémon da quasi ein Zuhause haben. Bist du dir sicher, dass es nur eine Stunde war? Ja, klar. Der Rest war einfach so AFK im Titelbildschirm, während ich mir Essen gemacht habe oder so. So, haben wir genug? Ja, haben wir. Dann stellen wir doch einfach mal eine Spitzhacke her, meine Damen und Herren. Oh, falscher Knopf. Jetzt hätte ich gerne noch eine Axt, aber dafür brauchen wir schon wieder Stein, 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 Stein. Ach ja, was für ein Sechs-Gänge-Menü hast du zubereitet? Ah ja, ihr wisst schon, dadurch, dass ich halt momentan so viele Antibiotika zu mir nehme, spielt mein Bauch dann zwischendurch nicht mit und dann bin ich ein bisschen im Badezimmer und habe ein bisschen Bauchweh und muss eine Pause machen. Apropos, ich wollte mir eine Lasagne bestellen gleich. Hallo Shiba, Hallöchen. Chat, theoretisch könnten wir auch so einen Community-Server machen, ne? Aber dann klaut ihr mir die ganzen Pokémon, das wäre nicht so cool. Ihr wisst wahrscheinlich schon mehr als ich. Sieht aus wie ein Ark.
dass die Dinos... Nur, dass die Dinos ein bisschen runder gemacht wurden. Ich glaube, es hat auch einiges mit Ark gemeinsam. So eine Mischung aus Ark und Pokémon irgendwie. Was wollen wir machen? Erstmal Ressourcen sammeln? I don't know. Warum hat der Charakter solche Beine? Leg Day. Ich bin ehrlich, ich würde versuchen, dich zu fangen und dann in die Minen zu stecken. Bitte? Das Schaf ist niedlich? Hey, also die Pokémon, von dem, was ich bisher gesehen habe, sehen ultra cute aus. Da vorne zum Beispiel, guck, warte, wir gehen da gleich mal hin. Da ist so ein Katzen-Pokémon-Chat. Es heißt Kativa. Kativa. Perlsphäre, ein Hilfsmittel, mit dem sich Perls fangen lassen, ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachen Perls. Look at my boy. Er versteckt sich hier so ein bisschen. Also, theoretisch könnten wir den anschwächen und ihn fangen. Wir haben ja gerade einfach so einen Pokéball gefunden, der herumlag, aber wir haben halt nur einen Versuch. Überhaupt müssen wir uns die Frage stellen, ob wir... Also bei solchen Spielen bin ich meistens so, dass ich das Tutorial-Gebiet skippe und relativ schnell irgendwo... 11 Monate pure Unterhaltung. Dank dafür. Dominik, ich hab dir zu danken. Danke für die 11 Monate, hallo. Also generell laufe ich halt meistens am Tutorial-Bereich vorbei relativ schnell und versuche in irgendwelche höherrangigen Gebiete zu kommen und dann etwas seltenere Pokémon zu fangen als die Standard-Dinger am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie gut das funktioniert. Oh, das kann man gar nicht ändern. Mein Waterdrop Starter-Set plus Snow kam gestern an. Doshi, gib mir gerne Feedback, wenn du dich da reinprobiert hast. Freut mich, dass es angekommen ist. Sein Charakter geht bei Tour de France an den Start. Da brauchst du trainierte Beine. Bro. Ich könnte Melon zerquetschen mit diesen Waffen. Bro, ich brauche kein Maschinengewehr. Ich muss die Perlmons einfach nur zwischen meine Oberschenkel klemmen und so ein bisschen drücken. Geht's dir etwas besser? Oh ja, ja, die Medikamente schlagen gut an. Mein Ohr ist immer noch verstopft links. Da ist irgendwie immer noch Flüssigkeit drin und... Also mittlere Ohrentzündung ist noch nicht überstanden, aber... Ich spüre, dass die Energie zurückkommt und... vor allem die Schmerzen sind halt weg. Hallo Sandman, moin. Death by Snoo Snoo? Ja, ja, so ungefähr. Du schleppst so viel mit dir herum. Oh. Craften wir was? Fackel. Produktion beginnen. Hauptsache, wir verwursten die Dinger. Ich glaube, in Monster AG gab es einen Charakter, der genauso aussieht wie dein pinkes Etwas. Warte, ja? Das waren aber nicht die Protagonisten, oder? Ich habe mich übrigens bei dir angesteckt. Mein rechtes Ohr ist zu und tut weh. Danke dafür. Oh, gute Besserung. Geh zum Arzt. Ich weiß, das ist komisch, wenn das von jemandem wie mir kommt, der bei Binnenhautentzündungen sagt, Chat, erstmal ein bisschen abwarten, das wird schon wieder, alles gut. Aber das mit dem Ohr war ultra scheiße. Also ich bin froh, zum Arzt gegangen zu sein und selbst da waren 3 Besuche nötig, bis sie herausgefunden haben, dass ich eine Mittelohrentzündung habe. Falls du die Möglichkeiten hast, schnapp dir da Hilfe. Okay. Perlsphären sind Pokebälle, Chat. Die zu skillen ist schon mal eine gute Idee, dann kann ich mehr Pokebälle machen. Noch. Es ist bald Nacht, also vielleicht ist es auch gut, wenn wir Lagerfeuer skillen. Noch. Eine Reparaturbank ist vielleicht nicht schlecht, weil ich da meine Werkzeuge reparieren kann. Noch. Eine Perlbox ist eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Perls.
also quasi der Bills PC aus Pokémon, right? Den Perls in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist ein Lager. Ah, PogChamp. Ein Bogen, klingt auch nicht schlecht. Ja. Werkzeug für die Reparatur von Gebäuden. Kaputte Gebäude können damit wieder instand gesetzt werden. Ich habe eh noch keine Base. Reicht erstmal, oder? Wir brauchen mehr Fasern. Und mir ist kalt. Oh no. Die WN Wiggle. Saka. Hey, danke für die 20 Monate. Schönen guten Abend. So, ich glaube, uns ist wärmer. Der Frost ist weg. Aber, sobald ich mich entferne, wird es wieder kalt. Kiste als Lager. Chat, wie ist das, wenn ich eine Kiste aufbaue? Wenn ich hier eine Kiste habe und dann aber die Welt erkunde und irgendwo den perfekten Spot für meine Basis finde und eine zweite Kiste baue, habe ich von der zweiten neuen Kiste aus Zugriff auf diese Kiste? Teilen sich alle Kisten dasselbe Inventar oder bleiben meine Sachen hier liegen? Ah, okay. Dann will ich keine Kiste, glaube ich. Ich will Pokebälle. Da musst du umziehen. Okay, das ist übel. Wir haben ungenutzte Statuswerte. Erhöhte Statuswerte. Erhöhe Statuswerte, indem du Punkte verbrauchst. Wir haben 2 Skillpunkte. Chat, da dürft ihr mich gerne spoilern. Was sollte man so skillen? Ich tendiere zu Gewicht, damit ich mehr Ressourcen mit mir rumtragen kann, aber ich habe Angst, dass ich meinen Charakter damit ultra schwach mache, weil ich dann weniger Schaden mache. Kommt drauf an, wie du arbeiten willst. Also ich meine, zum Körperbau meines Charakters würde es vielleicht passen, wenn ich tatsächlich viel schleppen kann. Diese Beine halten einiges aus. Nicht unbedingt mein Oberkörper, aber die Beine, die stemmen. Gewicht immer gut, ja? Gewicht und Ausdauer? Gewicht, Nodders? Okay. Jennifer, danke für die 11 Monate, hallo. Schwabel schon so früh da? Das ist ein Ressabwert. Fast ein Jahr. Die Zeit vergeht so schnell. Vielen Dank für die lustige Zeit, TWNL. Ich habe mich zu bedanken. Danke, dass du schon so lange mit dabei bist. Hallo. Hängst du dir die Tasche dann um die Hüften? Bei den Zweigen als Ärmchen? Ja, also... Ich glaube schon, ja. Junge, ich bin so ein bisschen verliebt. Da oben ist der Mond. Bewegt sich auch relativ schnell. Die Nacht ist fast überstanden, Chat. Warum ist der Charakter lila? Das ist Schweinchenrosa. Erstens. Und zweitens, weil meine Eltern Schweinchenrosa waren. Kann ich mit der Fackel rumlaufen und die hält mich warm quasi? Oh ja. Kette, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist angeschwächte. Das Lamber, das ich vorhin verprügelt habe, hat immer noch kaum HP. Sollen wir es fangen? Fangwahrscheinlichkeit 91%. We did it, boys!
Lambal kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen. Weil ihm dabei schwindig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt, steht es ganz unten in der Nahrungskette. Ich habe quasi das schwächste Pokémon im ganzen Spiel gefangen. Was das ein Hukrat ist. Und ein Daydream. Nachts kommen auch andere Pokémon als tagsüber. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin es nicht gewohnt, so früh aufzustehen. Giga geil. Chat, da ist unser erster kleiner Freund. Look at him oder look at her. Ich glaube, wir können sogar, wenn wir auf Team gehen. Aber wir können ihn auch aussetzen. Freilassen. Lambal, flauschiger Schild, kann auf Befehl als Schild ausgerüstet werden. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. Passivfähigkeiten, Wasserratte, erhöht den Wasserangriffsschaden. Blitzschnell, Bewegungstempo um 30% erhöht. Aktivfähigkeiten, Wolle-Rolle. Einzigartige Fähigkeit von Lambal, kullert dem Gegner nach und versucht, diesen umzukegeln. Da ihm dabei immer schwindelig wird, ist es nach dem Angriff für eine Weile bewegungsunfähig. Okay. Handwerk, Transport, Farmarbeit, Essensmenge, 2 Brot. Wie soll es heißen, Chat? Rollmops. Cute. Knödel? Knödel ist auch süß. Useless? Wir nennen es nicht Useless. Es heißt Rollmops. Und ich glaube, ich habe Hunger. Nam, 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 nam. Okay, Chat. Es wird langsam Tag. Es ist großartig. Oh mein Gott. Die unterstützen einen sogar beim Aufbauen von Gebäuden und so. Seht ihr das? Das hat einen Hammer rausgeholt. Ich muss gar nichts machen. Das macht das von alleine. Very cute. Zuschauernamen wären lustig. Dass ich die nach euch benenne. Okay, gute Idee. Wer will Rollmops sein? Oh, Mods haben natürlich Vorrang. Leo, du bist Rollmops. Okay, Leo. Du bist ein ziemlich schwaches Vieh, also ich war... Ich hätte vielleicht ein bisschen gewartet. Ich meine, du bist süß, aber ich weiß nicht, wie lange du überleben wirst, okay? Einmal meine Werkzeuge reparieren. Sehr gut. Köttel, dank für die 30 Monate, hallo. Hast du im Gym Arme geskippt? Ja. Ich habe all meine Energie in meine Beine gesteckt. Leo hat dafür gute passive Attribute. Ja, plus 10 Wasserschaden und plus 30 Movement Speed, ne? Hört sich tatsächlich sehr gut an. Chat, gibt es irgendein Szenario, wo ich auf die HP, also wenn ich jetzt einen Bogen habe, gibt es Friendly Fire, ist die Frage, die ich stellen möchte. Kann es sein, dass ich beim Schwingen von Waffen meine eigenen Pokémon erwische? Oder sagt das Spiel, die gehören zu mir, ich kann ihnen keinen Schaden zufügen? Glaub nicht? Okay. Lohnt es sich? Level 7, was für ein Level habe ich? 3. Schaffe ich einen Level 7er? Oder sollen wir mit dem 6er anfangen?
Okay, Leo. Ich hoffe, du bist bereit. Es ist an der Zeit, unser Team zu vergrößern. Immerhin haben wir noch 3 Pokébälle oder so. Ich glaube, ich kann dir auch irgendwie Befehle erteilen. Zum Angriff, Leo. Schnapp dir Daydream. Okay, Leo geht ab. Leo geht... Oh? Oh? Ja? Soll ich den ersten Schritt machen oder machst du? Ja? Leo, zum Angriff. Oh, es ist ganz fröhlich. Gleich nicht mehr. Leo! Warum soll ich zuerst? Ich hab Schiss, dass ich One-Tap bin. Oh, Leo wurde fast getötet. One-Shot. Ich hack von hinten drauf. Leo hat nur noch 10% HP. Hat den Gegner aber weggetackelt. Okay. Relativ langsam, aber ich glaube, es verfolgt mich. Ein Zauberer bist du, okay. Leo kommt mit der Combo. Leo hat sich selber verwirrt durch den Angriff. Ich will so ein bisschen Ausdauer aufheben, um auszuweichen. Okay, wieder diese Magiesphäre, die mich verfolgt. Leo kugelt aber immer gut hinterher. Jetzt von hinten wieder. Oh, ausgewichen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Magie geht auf mich. Das heißt, Leo kann gleich wieder nur einen Angriff starten. Leo, wir sind ein gutes Team soweit. Okay, du verfehlst ab und zu, aber ist nicht so schlimm. Okay, guter Treffer. Ich glaube, es reicht gleich, oder? Sollen wir noch ein bisschen? 30% nur. Oh, shit. 51. Oh! Oh! Oh, Leo! Oh mein Gott! What the fuck? Ich war mir sicher, du stirbst nach dem ersten Treffer. Komm her, warte mal. Leo streicheln. Ja, komm her. Gute Arbeit, kleiner Mann. Oh, das hast du gut gemacht. Oh mein Gott, Chat, unser erstes Abenteuer. What the fuck? Du süßer Mats. Okay, aber warte mal. Nicht, dass du jetzt gleich den nächsten angreifst. Nur denselben Gegner angreifen. Okay, Chat, wer will Daydream sein? Ihr seid... Ich kann es mir jetzt mal in Ruhe angucken. Ihr habt so einen richtig schönen... spacigen... Ihr habt eine spacige Frise mit Sternen drin und so. Ganz kosmisch. Und euer Typ ist Schatten. Yuki? Okay. Sorry, Chat, die Mods haben natürlich Vorrang, aber sobald die besetzt sind, sobald da jeder Mod ein Pokémon hat, kommt der Rest von euch dran. Düsterball erzeugt eine Schattenkugel, die dem Gegner langsam nachsetzt. Ja, habe ich bemerkt. Sollen wir das Huthut hier auch noch fangen? Wie viele Pokebälle habe ich noch? 3. Okay, Leo. Nein, warte mal. Yuki hat mehr, hat ein höheres Level, gell? Yuki! Du bist an der Reihe. Oh, Yuki ist aber noch angeschwächt. Wenn dieser Perl im Team ist, erscheint er in der Nähe und gibt dir mit magischen Geschossen Schützenhilfe. Ja, okay, okay. Ja, Yuki ist 4. Das 4 ist 7. Ich glaube, das kriegen wir schon hin, I guess. Oh. Oh, okay. Los, Yuki! Setze Schattenball ein! Okay, nice, nice. Ah, der hat auch einen Schattenball, verstehe. Oh, 2 Treffer und ich bin tot. Sorry, Yuki. Du machst das gut da hinten! Oh, Yuki hat fast keine AP mehr. Oh, ihr kommt zu mir! What the fuck? Oh! Yuki macht, dass er weggeht. Hinter dem Baum bin ich eigentlich sicher, oder? Chat, er will mehr! Hinter dem Baum bin ich sicher. Lebt Yuki noch? Weiß er, dass ich hinter dem Baum sicher bin? Chat, wow, wow, wow. Yuki muss weg.
Das ist gut. Ich kann ihn... Oh, Yuki kann von hinten draufballern. Und er will immer zu mir. Wenn ich hier oben erscheine, jetzt will er zu mir. Und wenn ich runterspringe, er springt nicht hinterher. Er muss den Weg außen rumlaufen, während Yuki ihre magischen Geschosse auf ihn schießen kann. Sehr, sehr gut. Jetzt kommt er wieder zu mir. Hat Yuki kurz angeschossen. Pokémon! Das ist nur 11%, das sieht nicht gut aus. Und Yuki ist down. Leo, beschütz mich! Leo, du musst auch treffen. Oh, sehr gut. Leo, du bist abgestürzt. Leo, ich brauch dich hier. Ich weiß nicht, wie lange der Baum noch durchhält. Und ich habe noch 2 Pokebälle. Sehr gut. Oh, Leo wurde in der Rolle angegriffen. Sehr gut, Leo. Okay, okay. Oh, Leo ist tot. Hm. Du hast meine Pokémon erledigt. Dafür muss ich jetzt dich erledigen. Als ob ich das zulassen kann, was du mit ihnen gemacht hast. Halt das auch am Baum ab? Ja. Er hält Abstand, das heißt, ich komme im Nahkampf nicht so gut an ihn ran. Hat er unbegrenzt Mana oder kann es sein, dass das irgendwann leer ist? Prozent Fangwahrscheinlichkeit, das ist nicht gut. Au! Nein, ich sterbe! Pokéball! Und ich hab verfehlt, Bruder! Ich habe jetzt noch einen Versuch! Wir versuchen's. Und egal, ob es klappt oder nicht, wir laufen danach weg. Fucking Hukrates, Mann. Nee, fuck that. Wir gehen zur Basis und machen neue Pokebälle und formieren uns neu. Wir heilen Yuki und wir heilen Leo und dann gucken wir nochmal. Das Schäfchen, das wir vorhin verprügelt haben, das war auch eine Ewigkeit angeschwächt. Ich glaube nicht, dass er so schnell regeneriert. Wir kommen wieder. Will er mich immer noch? Na. Ich bin jetzt Team Eule, du Kaki. Warte, wieso bist du Team Eule? Technologien. Das brauchen wir, um euch zu heilen, ne? Ich habe nicht genug Holz. Okay. Einfach töten und essen? Ja, ich weiß nicht genau wie, aber... Weil ich mich hintergangen fühle. Man kann die wohl auch aufessen, die Pokémon. Weil du dich hintergangen fühlst? Hä, wir waren ein gutes Team. Ich muss dich halt noch ein bisschen leveln. Luzi, danke für die 28 Monate. TBNHITWN-Regel. Vielen Dank für den Resub. Moin Moin. Essen? Oh ja, wir sollten uns auch ein bisschen Futter reinstopfen. Oh, oder meinst du, dass wir die Pokémon füttern? Aber sie haben trotzdem noch 0 HP. Fuck. Okay. Also obenrum kann man sich hinter dem Baum verstecken, aber unten? Achso, dass meine durchtrainierten Oberschenkel hervorgeguckt haben. Ja, das könnte stimmen. Da könntest du recht haben. Durchaus, ja. Ich weiß, was du meinst.
Chat, das ist aber nicht unsere richtige Base, okay? Sich direkt am Anfang im Tutorial-Bereich aufzubauen, ist lame. Wir werden so schnell wie möglich... Zehn Minuten, bis ihr wieder da seid. Wir werden so schnell wie möglich uns eine andere Zone suchen, die cooler ist und weit entfernt, irgendwo in einer gefährlichen Region. Hackmesser freischalten, damit kann man anfangen zu schlachten. Was habe ich denn vom Schlachten? Toddy, danke für die 35 Hello Monate. Hallo an alle. Warum sehen deine erstellten Charaktere immer so aus, TWMRWW? Was meinst du mit immer so? Hoffentlich geht's gut. Moin moin. Er ist total einzigartig, das stimmt. Dein Charakter schaut ja 1A aus XDDD. Jessica, danke für die 13 Monate. Gefällt er dir? Warum bist du lila? Das ist Schweinchenrosa. Es wirkt nur ein bisschen lila in den Schatten. Aber guck, im Sonnenlicht ist es so Schweinchenrosa. Hey Inuyasha, verstörend. Ich bin nicht lila, Chat. Ich bin rosa. Ein mit Hilfe von Paldium-Technologie hergestellter mysteriöser Schild regeneriert sich automatisch, nachdem er einige Zeit lang keinen Schaden nimmt. Mmm, yes. Oh, Stoffkleidung. Auch das klingt gut. Schützt vor nächtlicher Kälte. Oh, yes. Speer. Oh, yes. Stoff. Mmm. Für den Schild brauchen wir aber dieses blaue Erz. Hallo Teddy, moin. Flieder, aber nicht rosa? Besser habe ich es nicht hinbekommen. Chat, die Holzkeule kann ich doch wegwerfen, wenn ich einen Speer habe, oder? Weil das ein geupgradete Angriff 25, Angriff 35, ja. Yeah. Ist besser. Okay. Alter Bogen. Auch den stellen wir her. Ja, das ist so ein bisschen der Anfang, Chat, ihr wisst schon. So ein bisschen die Basics erstmal uns hier aneignen und dann gehen wir auf das große Abenteuer. Ich glaube, alles, was wir sehen, können wir bereisen, so ähnlich wie in Ark oder Pokémon oder Zelda Breath of the Wild, / Tears of Kingdom. Dieser große Mana-Baum da hinten zum Beispiel, bestimmt ist da irgendein Bossmonster. Oder diese eisigen Berge. Oder diese nicht eisigen Berge. Oh shit, hallo. Willkommen, schau dich ruhig um. Haarreif, Hexenhut. Er verkauft Perlsphären, aber ich habe kein Geld. Starke Medizin, die bei Leiden wie erschöpft oder depressiv hilft. Wir können depressiv werden. Wundersame Medizin, die bei Leiden wie Magengeschwür oder Knochenbruch hilft. Ist das für meine Pokémon oder für mich? Wir können depressiv werden und oder Magengeschwüre entwickeln. Okay. Vielleicht später, danke.
Jesus. Wo kriege ich dieses blaue Zeug her, Chat? Hier unten, ne? Wie kannst du auch aus Versehen angreifen? Wen? Die Händler? Hallöchen, Chat. Leider verpasste ich die Erschaffung dieser wunderbaren Kreatur. Wie kamst du zu dieser ästhetischen Entscheidung? Ich wollte auffallen, glaube ich. Ein ganz kleines bisschen Schaden nur bekommen. Hast du was zu verkaufen? Ich verkaufe ungern am Anfang die Ressourcen, wenn ich noch nicht so genau weiß, was ich wofür brauche. Holz, Stein, Wolle, Erz, klingt irgendwie alles wichtig. Giftdrüse, wer weiß, wofür man die braucht. Deshalb gebe ich dem noch nichts. Yuki und Leo müssten bald wiederbelebt sein, dann können wir uns an diesem Vogeltier rächen. An Hut. Er macht nur noch Leg Day im Gym. Die Hühnchen sind auch super cute. Guck mal. Die heißen Chicky Pee. Look at my boy. Haben wir noch einen Pokéball? Nee, ne? Schade. Na, guck mich an. Hey. Das ist Sepp, das Hühnchen. Hühnchen, das sind doch eindeutig Basilisken. Wenn sie Reptilienflügel hätten, ja. 100%. Entwickeln die sich auch? Ich habe keine Ahnung, ob die sich entwickeln können auf einem bestimmten Level. Ich habe gelesen in dieser... Wo ist denn das? Es gibt den Survival Guide. Hier steht irgendwo drin, dass man züchten kann. Man kann eben, genau wie in Pokémon, zwei Palmons zusammenpacken, die machen ein Baby. Und einige spezielle Kombinationen von Perls können besondere Eier hervorbringen. Also es gibt die Möglichkeit, wenn du bestimmte Spezies miteinander kreuzt, dass was Neues auftaucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob aber sich, wenn ich das Hühnchen level, ob das irgendwann sich, ob das irgendwann eine neue Form erreicht, weiß ich nicht. Was sind Glücksperls? Glücksperls sind seltene Perls, die in der Wildnis zu finden sind. Sie zeichnen sich durch ihren hellen Schein und ihre relative Größe aus. Oft besitzen sie besondere Passiv- und Aktivfähigkeiten und höhere Werte. Also shiny quasi. Subspezies. Bei einigen Perls können Subspezies beobachtet werden, die sich an ihre Umgebung angepasst und ein anderes Aussehen entwickelt haben. Subspezies haben einen anderen Elementartyp als die Hauptspezies und etwas höhere Werte. Wasserdino, Elektrodino. Auch durch bestimmte Zuchtkombinationen können Subspezies entstehen. Der Perldex-Bonus wird für die Subspezies separat gezählt, sodass dir der Fang von 10 Perls der Subspezies zusätzliche EP einbringt. What? In der Wildnis stößt man auf Eier. Süß. Aloha-Variationen. Ja, genau, zum Beispiel. Das wäre so das Pokémon-Pendant, ne? Ist hinter dem Wasserfall eine Höhle? Nein. Okay, Chat, ich würde sagen, wir haben fleißig gesammelt. Ich gehe jetzt wieder hoch, mache mir Pokebälle. Wir rächen uns an dem Hühnchen und dann brechen wir auf. Ins Unbekannte.
Wie kriegst du wieder Pokébälle? Man kann die selber craften. Oder man findet sie. Manchmal liegen die auch einfach so in der Gegend herum. Aber zum Craften der Pokébälle brauchst du unter anderem diese blauen Steine, diese blauen Kristalle. Deshalb haben wir die eben abgefarmt. Hallo, Kätzchen. Sollte man dann von jedem Pokémon 10 Stück fangen für diesen Bonus? Oder ist das nicht so wichtig? Ja, immer mindestens 10. Das heißt, ich sollte eigentlich noch richtig... Aber ich habe nicht so viele Pokébälle. Sobald es mir besser geht, kann ich von jeder Spezies einfach 10 Stück fangen für einen XP-Booster. Okay. Yuki, Leo, ihr habt genug geschlafen. Ab ins... Warte. Eure AP sind immer noch scheiße. Okay, ihr habt noch nicht genug geschlafen. Sorry. Ich brauche mehr Holz und mehr Fasern. Dann könnte ich mir so ein Schild bauen. Ja. Und ich brauche Stoff. Aber für Stoff brauche ich Wolle. Wolle kriege ich von den Schäfchen, right? Kann man das im Multiplayer spielen mit dem Game Pass? Ich denke, der Game Pass sollte dich nicht davon abhalten, dass du im Multiplayer spielst. Es ist nur, das Problem hatte ich gestern mit Ina zusammen. Die Steam-Version und die Game Pass-Version, die sind nicht auf dem gleichen Patch-Stand. Ich glaube, dass der Game Pass die Patches irgendwie versetzt bekommt, zeitlich versetzt. Damit man zusammenspielen kann, muss man dieselbe Version haben. Ah, Schild. Ja, ist ja. Warte, kann Yuki nicht für mich bauen? Hey Leo, hör auf zu fa- Leo, ach du schläfst, du bist müde. Ich dachte, du baust für mich die Scheiße hier. Ja. Yuki, kannst du für mich... 30 Monate schon. Holy moly. Weiterhin vielen lieben Dank für das super Entertainment, du Guter. TWNUWU und gute Besserung. Muss alleine arbeiten. Neverland, danke für die 30 Monate. Und Faulhörnchen, danke für die 45 Monate. Schönen guten Abend. Hallo, moin moin. Du bist doch schon am Arbeiten? Perls, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ja, das ist nicht so gut. Okay, Chat, was brauchen wir noch? Habe ich den Bogen schon gebaut? Noch nicht, ne? Ich will noch einen Bogen haben und Rüstung und dann bin ich happy. Und Pokébälle. Guten Tag, Mr. Schwabbel, Sir. Wie zum Henker sieht denn Ihr Charakter aus? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wie findest du Palworld bisher? Ist super süß. Gefällt mir sehr gut. Alright. Wir haben neue Pokébälle. Yuki muss nicht schlafen, weil Yuki so ein Nachtmonster ist, ne? Nur Leo ist voll am... Nee, warte mal. Yuki schläft nicht, weil Yuki ist in meinem Team. Und Leo habe ich hier ausgesetzt im Camp, glaube ich. Wenn ich Leo mit ins Team hole, hört er, glaube ich, auf zu schlafen. Okay.
Ja, dann rächen wir uns an dem scheiß Monster. Hut, Hut. Vogelmonster. Hey, Tossi. Ja, danke. Dein Charakter einfach umgekehrter Disco-Pumper, nur Beine trainiert? Yep, kein Leg-Day ausfallen lassen. Leider haben die volle HP. Hat sich der Vogel, den wir angegriffen haben, etwa erholt? Das wäre ja gar nicht gut. Was machen wir denn da? Leo, ich glaube, die groupen. Ich glaube, wir kriegen von beiden die Aggro, wenn wir angreifen. Aber du hast ein Level Up. Du bist nicht mehr Level 1, sondern Level 2. Ich habe diesmal einen Speer und ich eine Keule und ich habe die Rüstung. Diesen Schild. Ajo, worum geht es denn im Spiel? Sowas wie Pokémon. Fangen sie alle, werd der Stärkste im ganzen Land. Besieg alle anderen. Problem ist, sobald ich meine Fackel wegpacke, wird mir kalt. Wo ist der Mond? TWNH. Emofisch, danke für die 34 Monate. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben die Vögel auf jeden Fall voneinander getrennt. Vielleicht ist es jetzt noch einer, der aggroht. Wir probieren es. Leo, gib mir Deckung! Wo ist er? Okay, der hält relativ viel aus. Du darfst gerne mitmachen. Bist du tot? Ich hab mein Schild vernichtet gerade. Was macht Leo? Nur auf Hälfte der HP? Ausgebrochen? Wo willst du hin, mein Freund? Wir haben ein neues Mitglied im Team, meine Damen und Herren. Okay, ich weiß nicht. Leo, du kackst gerade rein, deshalb muss ich Yuki rausholen. Yuki, hilf mir. Das vernichten wir, das brauchen wir nicht. Wir haben schon einen von denen. Okay, gute Arbeit. Deine Zaubersprüche fliegen leider alle gegen den Felsen. Okay. Auch hier fühle ich mich so ein bisschen allein gelassen. Der sieht besser aus. Er ist ausgewichen. Treffer. Yuki, gute Arbeit. Killen wir ihn. Ich bin fast tot. Wir haben ihn. Lässt er noch was fallen oder bringt es quasi nichts, wenn wir die töten? XP haben wir vielleicht bekommen, ne? Fangen für den 10er Bonus? Dafür habe ich nicht genug Pokebälle. Bro, ich habe noch 3 Pokebälle und die will ich nicht für diesen komischen 10er Bonus nutzen. Ich will meine Pokebälle benutzen, um coole Pokémon zu fangen. Wenn ich irgendwann 50, 60 Stück habe oder so, gerne 10er Bonus ausnutzen, aber so wie die Dinge stehen, na. Der Perl braucht einen Namen? Oh ja, stimmt. Müssen wir gleich noch festlegen. Erstmal Fußball mit ihm spielen. Chat, wann wechseln wir zu DBD? In einer Stunde?
Mimo, danke für die 20 Monate. Vielen Dank für den Support. Hallo. Schon wieder in die Abo-Falle geraten. TWNL, TWNL. Vielen Dank für den Resub. Moin, moin. Morgen? Nee, gegen 22 Uhr gar nicht. Oh, und nächstes Wochenende Alan Wake, habe ich gehört, weil ich da fitter bin. Also for real. Aufessen. Samstag ist die BD-freie Zone. Freust du dich schon auf das Elden Ring DLC? Ich habe Elden Ring noch nicht mal durchgespielt. Ich stehe immer noch vor Millennia. Aber DLC wird bestimmt gut. Wie ist das Game bisher? Super cute von dem, was ich bisher gesehen habe. Sehr, sehr süß. Okay, Chat, wer möchte Hukrates sein? Es ist ein Schatten-Pokémon. Außerdem, wenn dieser Perl im Team ist, wird der Angriff von Perls des Typs Schatten erhöht. Das heißt, Yuki profitiert von Hukrates. Und er hat Verteidigung plus 20%. Toddy? Sepp? Ich dachte, Sepp ist das Hühnchen. Soll... Machen wir Toddy und Sepp holen wir das Hühnchen, okay? Okay, Toddy. Mach mich stolz. Und buff Yuki schön. Irgendwas wollte ich. Aber was genau? Ach ja, wir brauchen einen Bogen, selbstverständlich. Hallo Batgirl, moin. Warte, ich habe zwei Bögen? Ich hatte schon einen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Hat der viele Ressourcen gekostet? Oh nein. Oh, so eine Katze hatten wir auch noch nicht. Dualbow? Ja, für den Fall, dass ein Bogen kaputt geht, habe ich Ersatz, weil ich der beste Bogenschütze im Land bin. Ich kann nicht genug Bögen haben. Genauso wenig, wie ich genug Pfeile haben kann. Haha. Haha. XD. Gehen die denn kaputt? Die Waffen können kaputt gehen, ja. Das, was mir eben passiert ist, aber es gibt eine spezielle Werkbank, wo du diese kaputtgegangenen Waffen dann wieder reparieren kannst. Okay, Kumpel, du trittst uns gleich bei, ob du willst oder nicht. Yuki, einmal anschwächen, bitte. Yuki? What the fuck? Du hast Sepp gewone-tappt. Yuki, what the fuck? So kann ich die gar nicht... Aber die lassen mal was fallen, Chat. Die lassen Eier fallen und Fleisch. Ist jetzt halt nur so ein bisschen unlucky, weil... Ich wollte eigentlich einen Huhn fangen. Yuki hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Sie wurde jetzt aber auch gebufft durch den... Durch den Boy hier, durch Toddy. Okay. Schafe können wir killen. Warum? Weil ich Wolle brauche. Oh shit. Oh shit. Okay. Ganz ehrlich, ich glaube, wir können auf Aggro umschalten. Hier, greif alles und jeden an, Yuki. Du darfst.
Oder muss ich jemand dafür angucken? Oh no. Okay, geil. Hallo, kleiner Mann. Du wirst mir gleich beitreten, ob du willst oder nicht. Nicht den Yuki, den behalten wir. Können die schwimmen? Ey, Savage, Yuki one-shottet die alle. Geil. Team. Sepp. Sepp, was hast du so drauf? Setz es auf eine Viehfarm und es wird manchmal ein Ei legen. Okay. Fähigkeit Hackordnung. Einzigartige Fähigkeit von Chikipi. Stürzt sich todesmutig auf den Gegner und hackt mit dem Schnabel auf diesen ein. Okay. Ja gut, warum denn nicht? Herzlich willkommen im Team. Boah, sieht schon brutal aus, wie der jetzt... Sind die K.O. oder sind die offiziell tot? Das warst du, Yuki, das warst du, ja. Können wir den Berg runterschubsen? Lustig. Lustig, lustig, lustig. Hier, töte noch so ein bisschen. Wir brauchen Essen, Yuki. Mach mal ein bisschen. Komm mal ein bisschen Essen ran hier. Geil. Goblin Slayer, danke für die 8 Monate. Hallo. I mean, du kannst die Dinge auch schlachten und fressen, soweit ich gehört habe. Denke, die sind tot. Ja, vielleicht. Das war meine Mama, die du gerade runtergeschubst hast. Bro, nein. Das war nicht deine Mom, Dude. Ich hab... Sie sah nur so ähnlich aus. Warte, vielleicht sollten wir Leo rausfinden, damit er mal ein bisschen trainiert. Das ist deine Mutter. Leo, was tust du? Hm. Nimm das, Mutter. Leo, what the fuck? Oh mein Gott. Was stimmt nicht mit dir? Was ist das? Dinosaur. Level 15. Hm. Wie viele Pokébälle habe ich? 2. Rasiert er mich? Ist der froh? Gibt es auch welche, die aggro sind, oder sind alle lieb? Von. Junge, die Level-1-Katze geht auf den Dino los! Der hat Sturzschaden bekommen. Er ist angeschwächt. Boah, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um sich draufzustürzen. Also der Dino ist über die Katze getrampelt, die Katze hat Schaden bekommen, war dann aggro und hat den Dino angegriffen. Daraufhin hat der Dino die Katze vernichtet, right? Vielleicht kommt das ja da nicht raus. Da kommt Leo angedüst. Leo! Ich habe keine Pfeile, leider. Shit. Im Nahkampf gehe ich drauf, Chat. Keine Chance, dass wir das machen.
1,53%iger Schein. Ja. Wisst ihr was? Wir laufen weg. Oho! Oho! Wer möchte Dinosaur sein? Level 15? Wieso ist der Level 5? War es nicht im Level 15? Level-Synchro. Oh, es wird runtergesetzt, weil ich, damit es nicht zu OP ist, wenn man Glück hat. Es wird auf mein Level runtergestuft. Okay, aber es ist bestimmt trotzdem giga-strong, right? Weil es hat, guck mal, es hat drei Attacken, Chat. Drachenwelle, Flora-Peitsche und Windschneider. Die meisten unserer Pokémon haben nur eine Attacke zurzeit, weil sie noch so low-level sind. Mimo? Habe ich deinen Namen richtig geschrieben? Mimo. Okay. Passt irgendwie zu dem. Sieht süß aus. Oh, und man kann ihn sogar... Chat, man kann ihn sogar reiten. Wenn man einen Sattel hat. Entlädt plötzlich Drachenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Flora-Peitsche. Schlägt mit seiner langen Rute auf den Boden und verursacht in einem weiten Umkreis Erschütterungen. Windschneider. Nimmt die Gegner ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende, ultraschnelle Luftklinge. Mimo, ich wähle dich! Cute! Ah, du bist auch... Okay, du zeigst uns erstmal, wie stark du bist hier. Du machst Hühnchen tot. Okay. Also Yuki hätte das geone-shottet, das Hühnchen, aber... Du willst gleich weiter Ärger machen? Schnapp sie dir, okay. Will Mimo die Katzen töten, oder läuft Mimo nur vor mir her? Warum hat Mimo die Hühnchen angegriffen, aber nicht die Katzen? No, nicht die Katzen töten. Tut mir leid, Mimo. Auch vielleicht liegt es daran, dass ich Mimo neben den Pokémon gerufen habe. So, das hat Mimo verstanden als, oh, ich soll kämpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mimo neben den Hühnchen heraufbeschwöre. Mimo! So funktioniert das. Ich muss... Was hat überlebt? Ist nicht schlimm, komm zurück. Okay, I get it. Ich verstehe. Mimo! Ja. Hühnchen! Schnapp sie dir! Sie laufen weg. Wer soll denn die Scheiße jetzt aufheben, Mimo? Da gehe ich nicht runter. Gehst du doch... Ja, du gehst auch nicht runter. Kommen wir jetzt nicht ran an die Händchenschenkel. Gut gemacht. Komm zurück. Er ist schon süß. Gibt es Friendly Fire im Game? Ich glaube nicht. Aber ich bin auch kein Experte. Macht doch Sellout, derjenige, der zuerst reinsubbt oder Subs verschenkt, wird der Namensgeber. So ein bisschen Subs rausdrücken, ja, gute Idee. Okay, ich sollte genug für eine Stoffrüstung haben. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich gleich von meinem Booty verabschieden. Weil der bestimmt gleich verdeckt ist. Zum Glück. Stoffanzug. Gina, danke für die 22 Monate. Schönen guten Abend. Oder schönen guten Tag. TVNL. Oh shit. Na, man sieht immer noch ein bisschen Po. Sieht sogar besser aus als vorher, glaube ich, weil... Das sieht so ein bisschen nach Rock aus, die Robe.
Man kann fast drunter hindurch gucken, aber... Ja, sieht gut aus. Hot? Ja. Finde ich auch hot. Okay. Also, der Plan ist folgendermaßen. Wir bauen jetzt noch kurz die Ressourcen ab, die wir brauchen, um das Maximum an Pokebällen aufzustocken. Und dann geht die Reise los. Warum sieht dein Charakter aus wie der von Gronkh? Okay, bis auf die Glatze und Hautfarbe. Ich habe bei Gronkh nicht reingeguckt. Keine Ahnung, wie Gronkhs Charakter aussieht. Aber Gronkh scheint einen guten Geschmack zu haben, wenn er auch auf durchtrainierte Beine steht. Hey ho, crazy, dass Game Freak so ein Spiel akzeptiert. Was wollen sie dagegen tun? Ich meine... Klar, es ist krass inspiriert, aber... Meinst du, die haben mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen? Na. Teilweise sind die Designs schon fies geklaut von den Perls. Ich habe da noch nicht so viel gesehen. Das Hühnchen hat mich auf jeden Fall erinnert an die Hühner aus Harvest Moon. Und der Dino, den wir gefangen haben, ist so ein bisschen... Endivier-mäßig, ne? Ja, aber... Wegen meiner. Ich habe gestern schon mal kurz mit ihnen reingeguckt und geguckt, ob alles läuft. Okay. Also. Wir hätten gerne ein paar Pokebälle. Und dann können wir losgehen. Ich weiß noch nicht genau, wo uns der Weg hinführt, aber... Powerworld hat wohl 1 Million Spieler in 8 Stunden geknackt. Es ist halt crazy, also ich meine... Pokémon könnte theoretisch auch so aussehen, wenn halt... die Switch ein bisschen mehr Power hätte und Nintendo sich da halt mehr Mühe geben würde. Stellt euch mal vor, ich meine, an und für sich, 2024, so von der Engine her, was so möglich ist, ja. Eine große Welt, hübsche Grafik, süße Animationen. Können wir noch irgendwas Neues skillen? Ein einfacher Gleitschirm. Was braucht er? Stoff und Holz. Fuck. Ein andermal, passt schon. Chat, wie baue ich das wieder ab? Lager zurückbauen? Okay. Geh ins Baumenü, dann mit C. Oh, ich krieg sogar Ressourcen raus. Oh, danke. Oh, das ist gut. Guck mal, Mimo, da vorne, ein Artgenosse. Aber wir gehen jetzt los. Wir erkunden jetzt mal ein bisschen. Und
farm diese blauen Steine auf den Weg. Sonst bekommst du die nicht zurück, die Ressourcen. Auch wenn ich's. Achso, wenn ich's nicht mit Baumenü plus C mache. Ich sende dir schöne Grüße aus London. Leider muss ich weiter und kann dir nicht weiter zuschauen, aber mein Abo lasse ich da. TWN Wiggle TWN Wiggle TWN Wiggle TWN Wiggle TWN Wiggle TWN. Danke für die 21 Monate. TWN LTWN 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 EZ. Dankeschön. Für all die Emotes auch. Viel Spaß in London. Hey, danke fürs Reinschauen. Da vorne ist was. Sieht komisch aus. Noch nie gesehen. Ein Tanzapfen. Elektrotechnikfrucht Kugelblitz. Hast du eine Technikfrucht in deinem Inventar, kannst du sie benutzen, um deinen Perls neue Fähigkeiten beizubringen. Eine TM. Bring einen Perl damit Kugelblitz bei. Kann das jeder von denen erlernen? Okay. Chat, gibt es auch, wenn die Perls unterschiedliche Elemente haben, gibt es doch sicher auch Stärken und Schwächen, oder? Was die Elemente angeht. Ich habe das Game gestern über Xbox Game Pass getestet. Die Version ist da leider total unspielbar, weil zu alte Version. Weiß jemand, wann da der aktuelle Patch kommt oder bleibt das so? Das wird bestimmt auch geupdatet, aber ich weiß nicht, wann die Patches da vorgesehen sind, leider. Es stimmt, dass die Steam-Version eine neuere ist als die auf dem Game Pass. Das stimmt. Wann sich das ändert, weiß ich leider nicht. Kann man gebaute Dinge verschieben? Könnte ich gleich noch testen. Habe ich bisher noch nicht geguckt. Dankeschön, Chaotic, für den Follow. Herzlich willkommen. Chat, neue Pokémon. Ich habe mich ja jetzt auch zum ersten Mal so ein bisschen wegbewegt da aus meinem Anfangsgebiet. Wir haben hier ein Kremis und ein Mammorest. Ein Riesenmammut. Level 38. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Da oben ist ein Nightwing. Das erste Fliegende, das ich sehe. Wir sollten die Fackel rausholen, ne? Oh, und ein Gumos, Chat. Look at him. Der sieht so ein bisschen derpy aus und hat eine Eichel auf dem Kopf. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber Mimo rammt Gegner im Vorbeirennen. Vielleicht liegt es an der Größe von Mimo, aber Mimo trampelt über andere Viecher drüber und wenn die dann angepisst sind, dass sie zur Seite geschleudert wurden und angreifen wollen, hat Mimo einen Grund, die umzubringen. Mimo ein bisschen aggressiv unterwegs, ja, oder? Richtiger Bully? Ja. Was haben wir hier? Und immer noch ein Schweinchen, D. Der scheiß Mobber-Dino, was ist los? Aber es gibt ja XP, wenn sie nebenher Viecher tötet, also ist gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Windschneider, noch eine TM. Giga, geil. Halte mal 4 gedrückt. Achso, dass ich, ja, ich kann Befehle einstellen, ne? Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass, kleine Perlseele. Die Seele eines verschiedenen kleinen Perls. Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr verborgenes Potenzial zutage zu fördern. What the fuck?
Das ist eine Truhe. Was ist das Ziel? Sie alle zu fangen. Sie zu trainieren, der Stärkste zu sein. Und irgendwelche Bossmonster zu besiegen. Schrägstrich zu fangen. Die Welt zu erkunden. Sie zu züchten. Neue Spezies zu erschaffen. Indem du Glück hast beim Kreuzen. Meine Pick ist so. Nur mal so zur Info, heute Palworld und noch was anderes geplant. Ich hatte gerade erst gefragt, ob wir in der Stunde DBD spielen wollen. Also wir können gerne auch noch Horror-Games oder DBD spielen, wenn ihr möchtet. Apropos, ich wollte mir gleich noch was zu essen bestellen. Oh shit, hier ist so viel blaues Zeug, Chat. Hold up. Haben alle Charaktere... Warum haben alle Charaktere eigentlich immer so ein gebärfreudiges Becken? Haben nicht alle. Also du kannst auch einen ganz normalen Charakter machen, der von den Proportionen her etwas realistischer aussieht. Ich habe halt einfach mir gedacht, dass der breite Popo und die durchtrainierten Beine lustig aussehen und deshalb sehe ich so aus. B, C, abbauen. Ich krieg alles wieder, was ich benutzt habe. Das ist gigagut. Warum ist TWNH kaputt? Weil ich die Emotes austauschen wollte, aber es hat nicht geklappt vorgestern. Ich wollte die alten wieder einstellen, aber Twitch hatte Probleme. Ein gewöhnliches iChat. Nice. Wer ist das hier? Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Du bist wohl von außerhalb? Na, ich habe damit kein Problem, aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Perls fangen. Für die ersten 10 gefangenen Perls einer Spezies bekommst du sogar mehr EP. Je mehr Perls ein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Hey, danke. Das war sehr lieb von ihm. Fang ihn? Den Menschen? Fang den Menschen? Kann man? Ich glaube, ich habe sowas... Warte mal. Im Survival Guide habe ich irgendwas in die Richtung gelesen. Hier stand irgendwas von... Man kann halt irgendwie... Es kann ein Haftbefehl gegen einen erlassen werden, wenn man NPCs angreift, habe ich gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Oh, Verbrechen, hier. Angriffe gegen unschuldige NPCs bleiben auf Palapagos nicht ohne Folgen. Auch das Betreten bestimmter verbotener Inseln gilt als Verbrechen. Wird jemand Zeuge deiner Tat, stellt die Palapagos-Miliz einen Haftbefehl gegen dich aus. Also, man kann da sich anscheinend richtig Probleme einhandeln, wenn man kriminell wird. Ich sehe keine Zeugen. Oh, was ist das da? Tombat. Fledermaus oder so. Ich weiß nicht, ob... Wollen wir Beef? Na, ich will erstmal erkunden. Oh, noch ein Ei. What the fuck? Gefrorenes Ei. Geile Scheiße.
Weiß jemand, ob man das Safe Game vom Game Pass auch auf auch bei Steam nutzen kann? Chat weiß bestimmt Bescheid. Turm des Rain-Syndikats. Okay. Schnellreise freigeschaltet. Chat, das sind Vulpixe. Look at them. Die sind giga cute. Oh. Aber ich will ein weibliches Vulpix, kein männliches. Wilderer? Oh nein, sie haben ein Vulpix getötet. Verdammte Scheiße, Mimo. Los, rein da! Ich geb dir Deckung. Fix. Oh, war das ein Bogen? Wo ist mein Speer? Hier. Oh, ich sterbe. Mimo! Oh nein, die erschießen Mimo. Leo! Gute Arbeit! Leo, nein! Warte! Yuki, du bist an der Reihe! Zeig uns, wie du sie alle one-shottest! Oh! Nicht schlecht. Es vergiftet oder so, ne? Das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Meine Güte, verdammte Wilderer. Was ist das denn hier? Die haben ein Pokémon eingesperrt, Chat. Es ist eine Kerze oder so. Und es sieht traurig aus. Keine Sorge, Kleiner, ich hol dich da raus. Flambell, wenn es zu heulen anfängt, strömt anstelle von Tränen Lava zu Boden. Die Lava wird sogleich wieder absorbiert, wodurch es immer heißer wird. Je mehr es heult, desto heißer wird es oder so. Okay. Das sind keine Pokémon, das sind Perls und auch keine Pokébälle, sondern Sphären. Digi. Ich bewundere Menschen, die sich diese neue Terminologie immer einprägen bei einem Game, das halt irgendwie abgekupfert ist. Bruder, ist mir das egal, wie das hier heißt. Da vorne ist irgendwas Puschliges. Ein Sweeper. Das ist ein gigagroßes Sweeper-Chat, oder? Nee, das, die anderen sind Swees. Und der Anführer ist ein Sweeper. Was bist du denn für einer? Komm mal her. Anscheinend sind Sweepers schüchtern. Sie laufen weg. Oh, fuck me. Oh ja, wir haben die ganze Gruppe auf uns gehetzt. Yuki, zurück. Wir laufen erstmal ein bisschen. Wir müssen auch unsere Kumpels gleich wiederbeleben. Wir haben ein bisschen... Wir haben ein paar Verluste erlitten im Kampf mit den Wilderern. Das war ziemlich heftig. Ein Pen-King ist hier über mir.
Du willst also sagen, dass es von Pokémon kopiert? Nicht dein Ernst, oder? Also, zumindest hat es sich da vielleicht ein bisschen Inspiration geholt. Wo landen jetzt eigentlich die Pearls, wenn Schwabbel neue fängt? Ich glaube, so ähnlich wie in Pokémon, wo sie in die Box gehen, landen sie hier in diesem... Ich konnte ja vorhin auch dieses Terminal aufbauen. Die sind quasi auch in einer Box, auf die ich zugreifen kann, wenn ich sie baue. Und wir haben Hunger, ha? Huh? Im Lager, genau, ja. Das haben wir abgerissen. Sobald wir es neu aufbauen, können wir darauf zugreifen. Oh. Zwielichtiger Händler. Ich habe so einige Perls im Angebot. Hehlerware, verbotene Arten. Sieh dich ruhig um. Oh. Killamari. Lunaris. Veilet. Fuddler. Und Sweeper. Also einen Sweeper habe ich eben gesehen. 19.200 will er dafür. Das hätte ich mir selber fangen können. Nur aus Interesse, wie viel würde ich denn bekommen für Leo? 127. Für Yuki 169. Toddy 133. Sepp 120. Mimo würde 600 Tacken geben. Und das neue 281. Ich würde meine Pokémon niemals bei so einem suspekten Kerl wie dir lassen. Du hast Glück, dass ich dich nicht angreife. Du gehörst bestimmt zu den Bösen. Level 40. Ich habe ein bisschen Respekt vor dir, aber nur ein bisschen. Oh, what's this? Höhle der sanften Hügel. Boss Level 13. Oh! Aber wartet. Wir brauchen ein volles Team dafür. Zauber wegwischen. Junge. Ey. Dungeons. Ich liebe Dungeons. Und ich liebe es, dass wir nicht wissen, was da drin ist. Okay. Leo, erhol dich erstmal. Mimo, du genauso. Oh, ups. Ich kann aber keine... Ich warte doch nicht 10 Minuten, bis wir da reingehen, oder? Oder sollte ich doch warten, weil unsere stärksten Pokémon gerade außer Gefecht gesetzt sind? Level 12, ha? Huh? Wie viele Pokébälle haben wir? 23. Das passt. Wir gehen rein. Kommt drauf an, wir schaffen das. Let's go. Okay. Huh! What the fuck? Wildra Level 10.
Oh, hier gibt's ganz viel von diesem Erz. Ah. Gibt's hier auch einen Boss oder wie läuft das? Ich bekomme auf die Fresse? Ich krieg nicht auf die Fresse. Zuerst. Also, erster Schritt ist, ich zeig mich nicht, sondern klau den einfach mal kurz ihr Erz. So. Das ist Schritt Nummer 1. Vollidiot, die kriegen gar nichts mit. Ich weiß nicht, was das für ein goldener Stein ist. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht auch nochmal ganz spezielles Erz. Dein Charakter sieht wunderschön aus, Schwabbel. Genau wie du. Oh, danke, Devastor. Das ist einmal ein Baseballschläger. Hier in der Mitte will ich eigentlich nicht kämpfen, weil ich Angst habe, dass von außen Ads dazu kommen. Wobei der so aussieht, als ob er ganz alleine wäre. Vielleicht holen wir den ran. Ich lock den an. Ich habe keine Pfeile. Ich sollte mir Pfeile craften. Okay. Das sind aber... Oh, nee, das sind doch ganz viele. Das sind 3 auf einen Haufen. Erstmal, Pokémon nur denselben Gegner angreifen, den ich angreife. Dann... Wir beginnen mit Yuki, weil sie Distanzangriffe hat. Okay, Yuki. Oh, das sind 3 auf einmal. Yuki, bleib hier. Nutz den Schutz hier bei mir. Oh mein Gott, wir sterben. Die sind nur Level 6 und Level 8 und Level 9. Oh, fuck me. Der ist stuck, der läuft gegen die Wand. Los, Yuki! Schnell, solange der hier gegen die Wand läuft. Der ist daneben gesprungen. Gib ihm! Oh, einer ist tot. Sehr gut. Schön ausgewichen. Ich bin auch ausgewichen. Und die sind alle am Akron jetzt irgendwie. Immer schön zur Seite laufen, in Bewegung bleiben, Yuki. Die haben so einen Sprungangriff, die Typen. Siehst du? Nicht treffen lassen. Ich krieg auf die Fresse, Chat. What the fuck? Ich gewinne. Yuki? Yuki! Okay, ich find's gut, dass du den tankst, aber du machst nicht mehr mit. Du bist ganz schön abgehoben. Nee, aber im Ernst, mach mal mit. Ich mach kaum Schaden. Sehr gut. Nice. Nice. Jesus. Die da hinten sind auch aggro, aber die laufen gegen die Wand, die Vollidioten. Yuki, komm zurück. Yuki, greif an. Oh yeah. Oh yeah. Ich könnte mir kurz was zu essen bestellen. Richtig gute AI. Wie geht's dir, Mr. Schwabbel? Hallo, die Slamia. Auf jeden Fall schon besser. Ist immer noch verstopft auf der linken Seite, aber ich habe keine Schmerzen mehr und fühle mich immer fitter von Tag zu Tag. Das ist auf jeden Fall super. Oh, oh. Ganz kurz hatte ich Angst, Yuki, weil er sich umgedreht hat. Hey, das ist eigentlich ein guter Moment, um anderen Pokémon Kampferfahrung zu geben, die vielleicht bisher noch nicht so richtig zum Einsatz gekommen sind. Ich rede von dir, Zap. Los! Gute Arbeit. Aha. Ja. Oh, du hast ihn in die Wand geschossen.
Du hast ihn einmal durch die Wand geschossen. Nicht schlecht. Nein, er ist immer noch in der Wand. Oh, verdammte Scheiße, Sepp. Jetzt steht er nicht rum. Hilf mich. Au. Oh, ist mein ganzer Schild. Ich muss aufpassen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, nur weil wir einen guten Lauf haben. Ah, da hinten geht's noch weiter. Okay, ich verstehe. Okay. Das Huhn ist süß? Ja, finde ich auch. Ist ja ein bisschen Huhn. Ja, hallo Myla. Das war jetzt aber ein Dungeon, der zeitlich begrenzt war. Also am Eingang stand, dass der noch 2 Stunden oder so aktiv sein würde. 120 Minuten oder irgendwie sowas. Was ist das hier? Einfach nur Erz. Aha. 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 Meine Pickaxe ist kaputt gegangen. Okay, Sepp, sei auf der Hut. Wir wissen nicht, was hier noch so für Gefahren lauern. Eine Tropfsteinhöhle. Sieht irgendwie hübsch aus. Aber hübsch kann häufig auch gefährlich bedeuten. Wo bist du? Okay. Sepp? Hier oben was entdeckt? Okay, du bist... Ich frag nicht nach. Oh oh. Ein Killer Mari. Auch von denen, der Händler wollte so ein Vieh verkaufen. Das ist nur Level 6, damit kommen wir klar. Sepp. Attacke. Ah, die sind neutral. Ich dachte, die sind alle aggro, weil sie in einem Dungeon sind. Sollen wir den fangen? Why not? Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So cool war der nicht. Warte, ein Daydream haben wir doch schon. Das ist eine Yuki, oder? Brauchen wir nicht unbedingt. Hat Sepp schon ein Ei gelegt? Ich weiß... Oh, was ist das hier? Ein Fuddler. Chat, der Dungeon ist ja giga groß. Voll gut. Ich liebe sowas. Oh, hier ist eine Sackgasse. Sollen wir einen Fuddler uns holen? Okay. Die großen Krallen dieses Perls sind hart wie Diamant, allerdings muss Fuddler den Großteil seines Tages darauf verwenden, diese zu wetzen. Okay. Die ersten 10 Perls jeder Gattung gibt EP-Boost. Ja, da haben wir vorhin drüber geredet. Aber ich habe nicht genug Pokebälle, als dass ich das schon ausnutzen möchte. Das ist eine Truhe. Das ist bestimmt eine Falle, Chat. No? Doch.
Die Anfänger laufen da einfach so schnurstracks hin und werden dann wahrscheinlich angegriffen. Könnte sogar sein, dass hier irgendein Tor runtergeht, dass man eingesperrt ist. Ich weiß ja nicht. Ich sehe keine Fallen und auch kein Monster. Ah. Okay. Ich habe ja ein Hühnchen zum Schutz dabei, das stimmt. Hey, eigentlich sollte ich nicht so viel hüpfen. Wir sollten das Klettern genießen. Wir haben einen guten Ausblick beim Klettern. Fick? Ja. Wir haben aus Zelda gelernt, dass Chicken die gefährlichsten sind. Das stimmt. Das stimmt. Hier war zugemauert, ne? Okay, hier ist nochmal so ein Kalamari-Ding. Brauchen wir nicht unbedingt. Geht's hier weiter oder sind wir von hier gekommen? Gibt es eine Map für den Dungeon? Ne. Das war mein sehr, sehr großes Perlmon, hä? Huh? Scheiße nochmal. Wilderer, okay. Hier sind wieder Agro. Agro-Enemies. Oh shit, die kommen. Hey, kommt ruhig her, wenn ihr euch traut. Sepp und ich, wir sind bereit. Warum ist Sepp so stark? Sepp ist so stark, dass er keinen Bock mehr auf Kämpfen hat. Au, 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 au! Okay, Sepp, wenn du keinen Bock mehr auf Kämpfen hast, komm zurück. Hm. Zeit für dich, Flambe. Zeig, was du drauf hast. Mhm. Ich bestelle mir kurz Essen, während wir dieses Schauspiel genießen. Lieferando. Asiatisch oder italienisch? Asiatisch? Sie wechselt das Target, weil sie den einen nicht erwischt hat. Oh, den trifft sie. Macht sie gut. Okay, eine saure Schafsuppe. Und dann hätte ich gerne gebratene Nudeln, glaube ich.
Hat sie einfach aufgehört? Warum schließen die irgendwann Freundschaft? Hey! Alles klar. Toddy, enttäusch mich nicht. Schnapp sie dir. Sehr gut. Machst du guten Schaden. Ich hätte gerne Süß-Sauer-Soße mit dazu, aber ich weiß nicht, wo ich das einstelle. Deshalb dauert das so lang. Tut mir leid. Ah, hier. Den Wilderer einfangen mit einer Sphäre? Wieso willst du die ganze Zeit, dass ich... Wieso wollt ihr, dass ich Menschen fange? Ich bin gegen Sklaverei. Damit du das Spiel in all seinen Facetten erlebst? Was, passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich das tue? Kommt dann die Poké-Polizei oder so? Police. Okay, ich habe bestellt. Danke. So, schauen wir mal. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Alle machen Pause. Also, ich muss sagen, das ist mein erster Dungeon. Und... also... bisher habe ich das Gefühl, ist ein bisschen zu einfach. Könnte damit zusammenhängen, dass die KI gerade so ein bisschen Probleme hat, sich hier zurechtzufinden. Was mache ich, wenn mein Speer kaputt geht? Kumpel, lass ruhig mitkämpfen. Du siehst ihn wahrscheinlich nicht, ne? Unlucky. Ja, mein Speer geht bald kaputt. Das ist nicht so gut. Ich werde ihn nicht einfangen. Vielleicht kriegt er Schaden, wenn er neben der Kerze steht, weil die so heiß ist. Na, scheinbar nicht. Oh! Ich habe Yuki gegen ihn geworfen, jetzt ist er in den Stein reingesprungen, jetzt kann ich ihn nicht mehr erwischen. Okay, lass mal die einfach stehen, passt schon. Wir müssen bestimmt nicht alle töten. Eine weitere Truhe, direkt vor unserer Nase. Megasphäre, 12 Pfeile und Goldmünzen? Nice. Gibt es hier noch einen großen Boss-Chat oder besteht der Dungeon einfach aus
vielen kleinen Räumen mit kleinen Monstern. Fang halt mal einen Menschen. Ich will keinen scheiß Menschen haben, Bro. Dann lande ich auf der Liste für Kriminelle und dann kann ich nachher nicht mehr in die Städte rein. Und dann lacht ihr, weil ihr, ja, kennt das schon, weil ihr vielleicht YouTube geguckt habt oder andere Twitch-Streams oder selber schon gespielt habt. Und ihr wisst genau, was passiert, wenn ich Menschen fange. Und dann... Waren die vorher auch schon hier? Sind die respawned? What the fuck? Ja, es gibt einen Boss. Nice. Wo finde ich den? Hallo Mara. Die Rebellen sind so eine Art Dito. Du kannst die ruhig fangen. Du flunkerst doch. Ich muss einen Menschen fangen, damit der Boss erscheint. For real? Ich laufe einfach weiter. Es sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Man kann da sogar runter, nehme ich an. Wir bleiben vorsichtshalber erstmal hier oben, weil wir da einen besseren Ausblick haben. Du könntest die Menschen einfach an den Perlhändler verkaufen. Easy money. Mein Magen knurrt. Ich habe keine Beeren mehr. Was haben wir sonst noch so? Zweimal Brot, ansonsten haben wir kein Essen mehr. Oh oh. Wir müssen uns Oh, ist das der Boss, Chat? Gumos? Spontan mutiertes Gumos. Ich glaube, das ist der Boss, right? Zweimal Fleisch, 30 Sekunden. Oh, das wird schlecht. Und die Eier auch. No, die werden schlecht. Oh, warte, nur ein Stack ist schlecht geworden. Okay. Chat, ist das der Dungeon-Boss oder nur ein Extra? Weil der eigentliche Dungeon-Boss eher ein Mensch ist. Ich nehme an, das hier ist der Boss, weil das sieht aus wie eine unsichtbare Barriere, die verhindert, dass ich weiterkomme. Okay, und wenn ich den besiege, darf ich an die Truhen. Okay, okay, okay. Aber wenn ich ihn angreife, kommen bestimmt die Kleinen dazu, korrekt? Das heißt, wir sollten erst einmal die Kleinen ausschalten, bevor wir uns an den Großen rantrauen. Los geht's! Ihm ist der Hut hochgeflogen. Ja, diesen Akku da hinten. Habt ihr gesehen? Ausrufezeichen? Toddy! Vermeide den direkten Zweikampf mit dem Großen! Toddy, komm zurück! Wir verstecken uns erstmal. Die kleinen Mini-Gumos kommen. Hier unten bin ich sicher. Kein Problem. Jo! Ihr kleinen Scheiße! Au, 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 stopp! Please, warte! Oh mein Gott! Ah!
Wenn mein Schild weg ist, dann werde ich geone-shottet. Das ist ein bisschen übel. Wartet, hä? Ach so. Meine Ausrüstung wird hier vorne hingespawnt. Okay. Alright. Okay, I see. Ja, scheiß drauf, oder? Scheiß auf den Dungeon. Ich denke, wir sind uns einig, dass ich ihn hätte schaffen können, wenn ich wirklich gewollt hätte. Mein Spitzhack ist kaputt. Und ich kann keine Reparatur. Egal, Bruder. Einfach Pokebälle bauen, passt schon. Du hättest ihn niemals erledigt? Hätte ich wohl. Ohne Ads? Ohne Ads hätte ich den verbuggt bekommen. Easy going. Ups, ausgerutscht. TVN Lurk. Lord Noob, danke für die 47 Monate. Hey, schönen guten Abend. Hallo. Da liegt ein Pokéball. Im Multiplayer könnte man zusammen so einen Dungeon bereisen, ne? Und jeder hätte dann sein eigenes Pokémon draußen. Wir brauchen Futter. Wir notieren, erster Dungeon verloren. Ich meine, ich bin Level 6 und ich bin in den Level 12er Dungeon gegangen, okay? Und ich habe ihn fast geschafft. Moch. Was bist du denn für einer? Celarei. Wow. Okay, ziemlich nice. Oh. Und ein feuchtes Ei. Ich habe viele Eier. Weiß gar nicht, was ich mit denen allen machen soll. Etwas Reines regt sich darin. Ich glaube, es gibt in dem Game auch Flugtiere, die man reiten kann. Also wir haben auf jeden Fall so einen Adler schon gesehen gehabt. Aber mit dem habe ich mich noch nicht angelegt. Knight irgendwas hieß der. Oh mein Gott, Chat! Ein Tiefhand! Sieht aus wie... Dumbo, oder? Warum will der so weit weg? Warum hassen mich alle? Weil ich so aussehe, wie ich aussehe? Der schwimmt raus aufs Meer. Bro. Oder sind wieder Wilderer? Wir müssen sie aufhalten. Kämpfen gegen die Katze. Aber sie haben sie gleich. Ich komme zu spät. Lohnt sich nicht mehr. Doch, lohnt sich. Wir müssen die Katze beschützen. Ist sie tot? Ich komme zu spät. Fuck. Was will denn der jetzt von mir? Bruder, ich hab doch alles gemacht.
Gute Arbeit, Sepp. Du hast sie ausgeschaltet. Ah, komm zurück. Hier sind überall Wilderer, Chat. Die drehen komplett durch. Können die auch, Catches? Können die auch Waffen droppen, die... Die Wilderer? Kann ich über die an Pistolen und Gewehre kommen? Nein, aber Muni. Du musst einen fangen? Oh, hä? Ja, wenn ich einen Wilderer fange, dann schießt er doch auch mit den... Der behält doch seine Waffen, oder? Dann schießt er mit der Pistole. Und wenn ich einen mit dem Gewehr fange, schießt er mit dem Gewehr. Sind die nicht voll strong? Fang einen da los. Ich will keinen Menschen fangen. Dungeon betreten. Meine ganze Sache ist kaputt. Wenn ich... Wenn ich wenigstens meine Sachen reparieren könnte. Aber dafür fehlt mir Stein, yo. Oh, guck mal, Alpakas. Melpakas. Sehr süß. Dunkler Katzenmagier. TVNL. Okay, Mini, danke für die 31 Monate. Hallo, schönen guten Abend. Ich glaube, dass wir heute doch noch einen Dungeon bezwingen werden. Kann man den Boss fangen? 0,10. 0,15. Wir fangen ihn. Dauert nur ein bisschen, Chat. Kann ich irgendwie... Ich selbst mache immer nur einen Punkt Schaden. Mein Monster auch, aber es hat irgendwelche Angriffe, die Area-Schaden machen. Deshalb greift es teilweise mit mehrmals. Mit vierfachem. Seht ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das macht irgendwie 10 Punkte Schaden oder so, wenn es diesen Superangriff einsetzt. Es hat so Streufeuer. Flambell, ich bin sehr stolz auf dich. Apropos. Chat, wer von euch will Flambell sein? Flambell haben wir noch keinen Namen gegeben. Ich glaube, man kann nur einen Perl rufen, ja.
Prostata, Quallen, TV, Sayu. Wer passt gut zu einem Flambell? Misfits, Kauziger Phil, Niadira. Isabel ist feurig. Oh, das passt eigentlich ganz gut zu Isabel. Ja, ich glaube, du hast recht. Sorry, Chat. Nächstes gehört euch. Warte, haben wir nicht sogar noch eins Unbenanntes im Team? Nee, ich glaube, im Dingens. In der Box haben wir noch eins. Einer von euch darf der Boss werden, okay? Immerhin haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,21%, dass wir ihn kriegen. Los, Isabel! Gib ihm! Na los! Feurig, wie du bist! Backst du dich etwa durch oder sehe ich das falsch? Bro, ich bugge mich nicht durch. Ich nutze nur die Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Und die Möglichkeit, die mir gegeben ist, ist eine Säule, die mich davor beschützt, vor den Feuergeschossen dieses Monsters getroffen zu werden. Stunden später? Hey, Chat. Ja. Ihr seid nur neidisch, dass ich gute Strategien erfinde, okay? Im Dungeon davor habe ich die ganzen Typen besiegt, wo ihr gesagt habt, ja, schafft ihr nicht, ihr kriegt jetzt voll auf den Arsch. Habe ich alle besiegt, weil die gegen Wände gelaufen sind. So. Und genauso werde ich diesen Boss besiegen, weil er gegen eine Wand läuft. Aber das heißt ja nicht, dass ich Bugs benutze oder dass ich nur mit Bugs kann. Das heißt einfach nur, dass ich... Ihr seid neidisch darauf, dass ich so gute Strategien entdecke, okay? Schämen sollte ich mich? Nur noch 1200 Treffer? Los, Isabel, los! Du machst das sehr gut. Meine Pelz haben Hunger? Das müssen wir ändern. Wer hat hier Hunger? Isabel! Los, futter das Brot, das ich dir gegeben habe. Beeren habe ich auch noch. Okay. Wir könnten auch Yuki ausprobieren, weil Yuki vergiften kann. Isabel, zieh dich zurück. Wir testen mal kurz, wie gut Yuki drauf ist. Ich habe leider Toddy nicht mit dabei. Der würde den Schaden nochmal verstärken von Yuki. Du schleuderst sie mir ein bisschen zu viel rum, ehrlich gesagt. Oh, Yuki, du tötest mich! Ah! Yuki, zurück! Oh mein Gott, du bringst mich um, verdammte Scheiße. Wir hatten sie stark! Oh mein Gott. Hold up. Ah! Ah! Okay. Isabel, du bist wieder an der Reihe. Hast du getroffen oder verfehlst du hier? Ah, du triffst, okay. Ah, nee, alles bleibt so, wie es ist. Das war deine Chance, Schwabbel zu töten? True. Das war aber, sie hat so einen Area-Angriff gehabt, der durch die Wand durchging. Sie hat mindestens zwei Angriffe. Das Problem ist, ich glaube, Isabel trifft hier nicht so gut wie drüben. Seht ihr, manche Angriffe gehen daneben. Wir sollten eigentlich wieder zurück zu der anderen Säule. Ich weiß nicht, ob wir das überleben oder ob wir auf dem Weg dahin sterben. Komm her. So, ist gut. Ah, nicht schon wieder, Bro, please. Okay, sehr gut. Isabel, zieh dich zurück! Moin TWN, Hack TWN Wiggle. Okay, gleiche Ausgangssituation wie davor.
Maramiau, danke für die 47 Monate. Schönen guten Abend, Hallöchen. Sie hat doch gar kein Gift gemacht, oder? Ich glaube, dass der Boss dem Gift widerstanden hat, ja. Also entweder hat der Boss Resistenzen dagegen oder Yuki hat eine gewisse Prozentchance, dass die Gegner vergiftet werden und es ist halt einfach nicht getriggert worden. Weil Pech. Für die von euch, die sich fragen, wie weit wir schon sind, bei 0,37%. Bald haben wir ein halbes Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir sie... dass wir sie fangen. Das Feuer macht richtig Schaden. Guck mal, wenn sie brennt, kriegt sie pro Tick 9 Punkte Schaden. Isabel, gut, verbrennen Sie! Das war Giga-Damage. Verbrennen Sie nochmal! Hast du Hunger, Isabel? Mach weiter! Du schaffst das. Wie lange macht er das schon? Hey Jay, noch nicht so lang. Wir sind gerade aus einem Dungeon geflüchtet und jetzt in den nächsten gestolpert. Und ich glaube, den kriegen wir hin. Den schaffen wir. 1,53. Boah, vielleicht probiere ich es jetzt schon. 1,53 geht voll. 1,54. Nee, sinnlos? Ich könnte ihn jetzt schon fangen. Ich warte, bis er brennt. Statuseffekte erhöhen auch die Fangwahrscheinlichkeit, oder? Fangversuch oder kann man mehrere Versuche starten? Also im Normalfall konnte ich bisher immer viele Bälle drauf werfen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Dungeon Bossen ist. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Na. Das ist ein Headshot. Macht aber auch nur einen Punkt Schaden. Resident Sleeper? Hey, Chat! Okay, wisst ihr was? Wir fangen ihn. Hab daneben geworfen. Unlucky. Was stand da? Sie ist völlig unbeeindruckt. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, sie hat zu viele HP. Es hat nicht funktioniert deshalb. Ihr versaut mir, wenn ich die ganze Zeit, weil ihr Resident Sleeper macht, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich beeilen. Wir machen das aber von Anfang an. I don't give a fuck. Und wenn wir hier eine Stunde sitzen, ich werde die holen. Wo war das? Und wenn wir hier eine Stunde sitzen, Chat, I don't care. Habe ich da nicht was freigeschaltet? So ein Travel-Schnellreise-Ding in der Nähe? Ja. Du solltest warten? Deine Sphäre ist zu schwach, du brauchst die besseren. Du bist ja auch bestimmt jemand, der in WoW sagt,
Sorry, ich muss mit dem T1 Dungeon anfangen, weil ich doch nur T1 Equipment habe. Und für Tier 2 brauche ich dann... Und Tier 2 kann ich auch erst mit Tier 2 Equipment. Das muss man der Reihe nach spielen. Bro, ich bin derjenige, der direkt T3 geht mit T0 Equipment, der durch gutes Gameplay, durch smarte Entscheidungen, ja, durch Skill eine Abkürzung nimmt, sich da die Ausrüstung holt und dann direkt 10 Schritte weiter voraus ist, Diggi. So läuft das hier bei mir im Schwabbeltown, okay, nur dass du Bescheid weißt. So, und um euch zu beweisen, dass das funktioniert. Oh, sie weiß gar nicht, dass ich da bin. What the fuck? Ist sie verbuggt? Ich glaube, sie ist verbuggt. Ist sie? Nee. Stop, please! Stop, please, please! Warum machst du denn jetzt plötzlich diese Attacken, Bro? Please! Stop! Jetzt bist du am Arsch. Isabel! So, Chat, mein Essen ist ja auch bald da. Wir können die Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen zu talken. Was machen wir jetzt gleich, nachdem wir diesen Boss bezwungen haben? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie unser Abend so aussehen soll heute? Wir könnten gleich so ein bisschen Dead by Daylight spielen. Wir haben auch noch ein Horrorgame übrig. Martha's Dolls oder so. Da geht es um Puppen. Und Puppen sind meistens gruselig. In einer Stunde? Ach, das dauert doch keine Stunde. Guck mal, wir sind jetzt hier eine Minute drin. Nicht mal. Und Isabel hat hier schon richtig gut Damage reingesammelt. Morch. Der Burn? Ja, ja, der Burn tut weh. Ich weiß nicht, ob ich genug Futter habe für Isabel. Kann sein, dass sie verhungert, während sie kämpft. Und dann müssen wir überlegen, was wir tun. Puppenhorror? Puppenhorror ist gut, oder? Ja. By the way, Chat, ich habe Dinge zurückgegeben. Das ein Spiel, über das wir uns unterhalten hatten. Soll ich Isabel noch andere Attacken beibringen? Haben wir noch irgendwas anderes Essbares? Nee, ne? Vielleicht hätte ich ein paar Beeren sammeln sollen. Was passiert, wenn sie zu viel Hunger hat? Kriegt sie Schaden? Geht sie schlafen? Macht sie einfach weniger Damage? Weniger als eins geht ja nicht. Moin, man kann keine Dungeon-Monster fangen, mein Lieber. Shizo. Sorry, aber du scheinst nicht gut lesen zu können, deshalb übersetze ich für dich. Ich habe keine Palsphären? Ich habe doch Palsphären hier. No? Ich hab doch welche. Du hast die falschen ausgewählt? Oh, danke. Ah! Oh, achso, mit denen ist jetzt die Wahrscheinlichkeit aber geringer, weil es nicht die Grünen sind. 0,02%. Also man kann die sehr wohl fangen. So. Mit den Grünen hatte ich 1, irgendwas. Aber 0,02 ist auch nicht schlecht. So. So sieht's nämlich aus. Ich sollte gleich noch Trinkgeld raussuchen. Nicht, dass ich Ärger bekomme. Ah, ich hab Trinkgeld. Ich bin gut vorbereitet. Man muss nur oft genug werfen. Hey, in Pokémon-Games
spiele ich nur mit Pokebällen. Keine Superbälle, keine Hyperbälle, kein Flinkball, kein Meisterball. Ich fange alle Pokémon von Basis-Pokémon bis zu Legendaries immer nur mit Pokebällen. Weil ich die irgendwie am schicksten finde. Kuss. Danke für die 18 Monate. Kuss. Ich bin es gewohnt, 100 Bälle auf ein Pokémon zu werfen. Macht der Boss auch mal was? Ja, wenn ich zu nah rangehe oder mein Pokémon ihn zur Seite schubst, dann macht er was. Tut mir leid, dass ich am Cheesen bin, Chat. Ich sehe jetzt erst, dass wir noch Quests haben vom Tutorial. Wir sollen 5 Lammball fangen. Fange 30 Perls und erhöhe dein Level. Baue dein Lager aus und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Sorry, meine Mathematik hat versagt. 5000 Würfe, um garantiert zu fangen. 5000 Würfe brauchen wir, nach deinen mathematischen Berechnungen zufolge. Das Problem, ich habe eine 29. 29 reicht, Bro. Vor allem, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Guck mal, jetzt haben wir schon 0... War es vorher schon 0,02? Vielleicht sollte ich mithelfen. Aber eigentlich sollte es weniger werden, wenn er mehr Schaden kriegt. Je lower das Leben, desto höher die Chance. Sollte man meinen, ja. Haben wir schon 0,03? Oh ja, wird tatsächlich besser. Seht ihr, alles gut. Chat, wann kommt eigentlich das neue Chapter raus? Ist das jetzt schon nächsten Dienstag der Fall? Das Alan Wake Chapter in Dead by Daylight? Bei 0,4 kann ich anfangen zu werfen. Das Problem war eben am 30. Oh, erst in 10 Tagen. Oh, okay. Danke für die Info. Das Problem ist, in dem Run davor habe ich versucht zu werfen und sie wurde nicht mal gefangen. Sie hat den Ball einfach zur Seite geschleudert. So als ob Bosse nicht gefangen werden können oder dass die halt eine bestimmte Schwelle haben, dass die halt so und so angeschwächt sein müssen, damit man überhaupt erst die Chance hat, sie zu fangen, damit sie überhaupt erst vom Pokéball ergriffen werden. Chat, denkt ihr, es lohnt sich, das Spiel zu kaufen oder habt ihr das Gefühl, der Spielspaß geht zu schnell verloren? Ich kann leider noch gar nicht einschätzen, wie groß die Welt ist. Was meint ihr, Chat? Gerade im Multiplayer ist es bestimmt schön, oder? Wenn man gemeinsam in Dungeons gehen kann, gemeinsam gegen größere Pokémon kämpft, irgendwelche Bosse angreift, sich seine Basis aufbaut, da ist ja auch ganz viel, also das ist ja genauso wie in Ark oder auch in The Forest, kannst du dir ja eine richtig große Basis machen. Eine Farm bauen mit deinen Pokémon, kannst du es dir richtig gemütlich machen, wenn du es so survivalmäßig magst. Denn Isabel ist gleich tot? Ausgehungert. Oh. Also sie bleibt auf einem HP, wenn sie ausgehungert ist. Das ist okay. Mach weiter, Isabel. Hast du nichts mehr zu essen? Ich habe noch 2 Beeren, aber die will ich mir selbst aufheben für den Fall, dass ich noch Schaden kriege. Huhu, Schwablon-Chat. Na, wie ist das Game? Ich bin so unentschlossen, weil Pokémon eigentlich so gar nicht meins ist. Hallo, Miri. Ist lustig und süß. Allerdings stehe ich auch auf Pokémon. Wahrscheinlich gefällt es mir deshalb gut.
Ah, sie fliegt. Vorsicht. Oh, oh. Oh, gut, dass ich nicht AFK bin. Oh, da ist Felisabel. Oh, hat es sich beruhigt? Isabel, du bist wieder an der Reihe. Okay. Lauf lieber weg. Wenn ich weglaufe, haut die mir Feuerbälle in den Arsch. Die hat Sachen für den Nahkampf und Sachen für die Distanz. Wenn ich die fange, bin ich der stärkste Pokémon-Trainer weit und breit. Ich muss nur aufpassen, wenn sie Isabel nochmal ins Visier nimmt, muss ich sie sofort zurückrufen. Sie hat nur 1 HP und ist meine beste Damage-Dealerin. Du bist jetzt auf dem gleichen Stand wie vorhin. Pass bloß auf. Ja, ja, diesmal mache ich keinen Fehler. Ich bin konzentriert und vorsichtig. Wir haben das Monster gleich auf 1/3. Es ist kein Pokémon, sieht nur so aus und hat andere Mechaniken. Also es ist offiziell kein Pokémon-Game, es ist nicht von Nintendo, ne? Der Grund, warum es von vielen als Pokémon bezeichnet wird, oder warum die Palmon als Pokémon bezeichnet werden, liegt eben in der Ähnlichkeit des Spielprinzips, in der Ähnlichkeit einiger dieser Exemplare. Die Ähnlichkeit des Fangsystems, anschwächen, dann einen Ball auf sie werfen. 10 Monate bin ich nun schon ein Schweinchen, TWN Wiggle. Lieber Steven, fühl dich gedrückt, Popelmon. TWNL. Entchen, danke für die 10 Monate. Hey, schönen guten Tag, hallo. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich gleich an die Tür muss. Nicht, dass dann das Vieh durchdreht und an der Säule vorbeiläuft. Vielleicht sollte ich Isabel zurückrufen, wenn es an der Tür klopft. Dürfen die Idee einfach so klauen? Naja, deshalb haben sie ja dem allen, also die Dinge heißen ja nicht Pokebälle, sondern Perlsphäre. Das sind ja keine Pokémon, sondern Perlmons. Das heißt, das ist kein Pokeball, sondern schon mal Perl. Und kein Perlball, sondern eine Perlsphäre. Perl statt Poke und Sphäre statt Ball. Um da rechtlich abgesichert zu sein. Game Freak möchte nicht, dass Pokémon als Gattungsbegriff genutzt wird, wegen Markenrechten. Ja, wie genauso wie Lego ein Problem damit hat, wenn irgendwo irgendwelche No-Name-Dinge als Lego bezeichnet werden. Ja, gut, wen interessiert das? Also, wichtig ist das für die Leute, die diese Spiele erstellen und so, aber für uns Otto-Normalverbraucher, die diese Spiele einfach nur spielen, ist das überhaupt kein Problem. Und vereinfacht die Verständigung. Wie hoch ist die Chance jetzt? Gute Frage. 0,12. Oh. Was tust du da? Ich cheese einen Boss. Ich schäme mich ein bisschen, aber nur ein bisschen. Denn wenn ich mit Level 6 einen Level 23er Boss fange, bin ich der coolste weit und breit. Du schämst dich kein Stück?
Naja, der Gamer in mir hätte natürlich sich gewünscht, es auf ehrliche Art und Weise mit dem aufzunehmen, aber das kann ich beim nächsten Boss nachholen. Zusammen mit Catriss, meiner treuen Kumpanin. Kann man mit Level 6 überhaupt so hohe Perls fangen? Ich habe vorhin Level 15 Dino gefangen, also das geht sehr wohl. Aber das Spiel hat tatsächlich eine Mechanik, die verhindern soll, dass du dir damit einen zu krassen Vorteil holst für einen Devil, auf dem du noch gar nicht bist. Also, das Game möchte verhindern, dass du mit Level 1 ein 20er Pokémon bei dir hast. Wenn du ein Pokémon fängst oder ein Perlmon, das höher ist als du, dann wird das runtergestuft. Das heißt, die Level 23 Katze, angenommen ich würde sie fangen, würde wahrscheinlich auf Level 6 oder 7 runtergestuft werden. Solange ich selber noch nicht höher bin. Ey, wir haben es bald, by the way. Ich muss sogar bald Isabel zurückpfeifen, weil, wenn sie den zum Brennen bringt und der pro Tick 9 Schaden bekommt und das Zimmer tickt, wären das 90 Damage auf einmal. Passiert jetzt nicht alle Nase lang, aber das müssen wir mit einberechnen. Wir verschwächen das Ding auf 1 HP an und dann wird geworfen. Okay. Wenn er das nicht schafft, ist er ein gebrochener Mann? Wir werden es aber schaffen. Bis später, Lady. Warte. Hör auf, dich zu töten! Please, hör auf zu brennen! Bitte, stirb nicht! Ich muss dich verwenden! Nein! Bro, please! Ich hätte sie anfangen sollen! Nein!